Ja, lieber Peter, danke für die Bereitschaft, mit deinen Lösungsansätzen für eine gute Zukunft mitzuwirken. Wenn du dich Danke. bitte kurz vorstellst. Danke für die Einladung, Rudolf. Freut mich sehr. Ich bin Peter König. Ich bin 35 plus Jahren unterwegs mit dem Thema Beziehung zu Geld. Was das bei uns als Menschen wirkt und was wir bewirken mit unserem Geld. Und bin Gründer von einer Serie von Konferenzen in Kongresse in Alpbach namens Money and Business Partnership. Und das wird im nächsten Monaten am 7. Kongress wird sein, lauter digital, gerade nach deinem eigentlich, nach Seitenstetten. Super. Gut. Welche Lösungsansätze siehst du für die durch die Corona-Pandemie verschärfte Geld- und Wirtschaftskrise? Möchtest du mit kurzfristigen, sofort umsetzbaren Lösungsvorschlag beginnen? Gerne. Ich habe eine kurz- und langfristige. Und das habe ich in dem Wege geleitet seit letztem Juli eigentlich. Und das ist, wenn man schaut, die Engagement von den Menschen bei Arbeit heute, ist eine Gallup-Umfrage zeigt, dass nur 20% von den Personen, die arbeiten heute, hauptsächlich in Firmen und so weiter, wirklich engagiert sind bei der Arbeit. Und meine Bewegung, wenn du willst, was ich schon in der Wege geleitet habe, ist, dass bis 1. Juli 2026 wird diese Zahl 81%. Und ich sehe, dass jetzt ist ein fantastisches Moment, kurzfristig zuerst, sich umzustellen, weil diese alten Jobs werden nicht mehr vorhanden sein, auch wenn die Corona vorbei ist, werden diese Jobs nicht dabei. Das heißt, jetzt ist die Chance für jedermann und weil so viel Geld strömt jetzt in der Gesellschaft von unseren Regierungen, so wie ein Grundeinkommen, dass die Menschen haben die Möglichkeit anzuschauen, was ist wirklich meine Ziel im Leben, was ist die Arbeit, die ich wirklich liebe zu tun. Und ich glaube, wenn man drauf pocht und kommt, dann sind viele andere Lösungen dabei. Ich mache es nicht länger, aber das ist der eine kurzfristige Ding und ich habe ein zweites. Zweites ist, jeder von uns, außer zwei Menschen in der ganzen Welt, der Reichste und der Armste, haben Menschen, die reicher sind als wir, mit Geld meine ich, und auch die ärmer sind als wir. Und das heißt, dass jeder von uns in der Welt kann Geld mit Liebe verbinden. Das heißt, du kannst Geld zu jemand, auch wenn du zahlst in der Supermarkt, kannst du dieses Geld mit Liebe geben. Und du kannst von jemand anders fragen, wenn du Bedürfnisse haben, das Geld fließt in deine Richtung mit Liebe. Und das kann jeder Mensch tun. Kurzfristig, sofort heute, sofort jetzt. Es gibt niemanden, der das nicht tun könnte. Und das ist eine zweite Lösung. Gut, also wenn du die Verteilungsproblematik siehst im Geld, ja, das heißt, die Reichen sollen den Armen geben und dann die Armen könnten reicher werden dadurch. Ist das? Nein, ich meine noch weiter als das. Die Reicher können noch die noch Reicher geben, weil die noch Reicher bekommen wenig gegeben eigentlich. Das habe ich schon gegeben. Okay. Die sind arm. Also es könnte in alle Richtungen gehen. Also ich meine, das könnte fließen in alle Richtungen. Und wer wohl, weil es, wenn es fließt mit Liebe, dann tut es alles lösen in die gute Richtung.
Jetzt drängt sich bei mir der Gedanke auf, wenn wir das Geld an und für sich betrachten, was ist Geld? Entweder bedrucktes Papier oder eben Zahlen im Computer gespeichert. Ja, es ist keine von diesen, Rudolf. Es ist ein mentales Konstrukt. Das heißt dann, wir müssen einen Aufwachprozess, um die Wertigkeit des Geldes zu verstehen. Ist das wir das müssen Richtige? Die neurale Pfade in unserem Kopf umwandeln. Und das ist möglich. Das ist, was ich tue seit 35 Jahren. Also müssten mehr oder weniger alle zuerst bei dir in den Kurs gehen, um das zu verstehen, wie Geld zur Verwendung kommt. Nicht zu alle. Du kannst anfangen. Ich war schon dabei. Ja, weiß. Ich war schon dabei. Und du kannst es weiter ausstrahlen. Ah, ja. Nicht alle. Also es geht um eine Bewegung hier. Ja. Weil eigentlich die Geldsysteme, auf was man konzentriert ist in Seitenstädten, sind ein Produkt von was in unsere Köpfe läuft. Und wenn wir nichts Neues in unsere Köpfe läuft, dann wird es ist nur reine Träume. Nichts wird wirklich geschehen. Und deswegen heißt es hier anzufangen. Also es geht um Bildung, um Bewusstseinsbildung. Absolut. Wie vor allem wollen wir Menschen in der Zukunft miteinander leben, miteinander Wirtschaft betreiben? Wie können wir Dinge erzeugen nach unserem Bedarf? Aber genau da ist ja das Geldproblem in der Konkurrenzsituation, wo wir jeder gegen jeden handeln müssen, um zu mehr Geld zu kommen und nicht bessere Waren zu erzeugen, meines Erachtens der Krux daheim. Ja? Aber wir müssen das nicht tun. Das ist wieder mal eine Annahme vom Kopf. Das müssen wir nicht tun. Es geht jetzt, Rudolf, um Handeln. Deswegen sage ich, nimm ein bisschen Geld und jeder Zuhörer, nimm ein bisschen Geld und Forscher, Entwickler, das mit Liebe zu verbinden. Und dann kann das, du wirst sehen, diese, was du gerade gesprochen hast, wird von selber sich lösen. Man kann es nicht vom Kopf aus als Strategieplan für die ganze Gesellschaft lösen. Das wird nicht funktionieren. Das ist schon seit Jahrzehnten versucht und du siehst, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Man kann diese Problematik in Runden noch 20, 30 Jahren besprechen. Wird nichts rauskommen. Man muss jetzt im Handeln gehen. Und man kann mit ganz kleinen Geldscheinen anfangen. Du wirst sehen, das funktioniert. Es wird funktionieren. Ich habe es bewiesen und du kennst es selber, weil du hast es, ich glaube, selber gesehen. Das muss nur ausgestrahlt sein jetzt. Das ist, wo wir sind jetzt. Mit dieser Krise, das gibt auch Gelegenheiten, die vor 2 Jahren nicht da waren. Ich sage es nicht, es ist ein wunderbar, diese Covid-Krise, aber es gibt auch Gelegenheiten. Ja, aber lieber Peter, wie siehst du das? Wir haben keinen Mangel anscheinend an Waren, weder an essbaren noch sonstigen Waren. Es ist alles massenhaft vorhanden. Es wird mit 50%, 70% weitergegeben, um nur gekauft zu werden. Wie siehst du da hier dieses Geld, wenn doch das Geld eigentlich die Mangelware ist? Die müsste verteilt werden, ja, damit wir alles das kaufen können, was wir erzeugt haben. Hey, Rudolf. Ja? Du siehst heute, Geld ist kein Mangelware. Es wird erzeugt in Trillionen jetzt, was gehalten wurde vor letztem Jahr und vorletztem Jahr als unmöglich. Und jetzt ist die Frage, man kann fragen, wie wird es verteilt? Also es gibt keine raffinierten Prozesse, um diese Mengen wirklich noch nicht zu verteilen. Dieses Jahr wird es besser gehen als letztes Jahr, denke ich. Aber eigentlich Mangelware ist nicht im Geld. Mangelware ist vielleicht in unser globaler Fußzapf oder wie es heißt. Da muss man aufpassen, weil weißt du, bei Covid sind letztes Jahr in 12 Monaten sind 2,5 Millionen Personen gestorben bei Covid. Es ist nicht eine große Zahl. Aber in dieser gleichen Zeit sind 40 Millionen Neugeburte gewesen sein. Man muss das in Kontext
stellen, weil diese 40.000, 40 Millionen hoffen, einen Lebensstil zu haben wie wir. Und das kann im Moment ohne ein neues Denken in allen sind wir auf dem Weg zu dem nächsten Extinction. Das ist unsere Hauptherausforderung jetzt. Nicht ein Mangel von Geld. Aber wie siehst du das, dass es von der politischen Seite oder in öffentlichen Diskursen und öffentlichen Diskussionen so ausgeblendet wird, dass wir uns über Geld überhaupt nicht unterhalten? Es ist wie ein Gefahrsystem. Das ist der Grund für meinen Kongress in Altbach, gerade nach eurer. Altbach ist ein fantastischer Geburtsort für neues Denken. Mhm. Ich war schon 6-mal da, das wird das 7. Jahr. Und die Idee ist, dass auf großen, es ist in Englisch, eures ist auf Deutsch natürlich, aber das ist global, es soll eine globale Ausbreitung von diesem Bewusstsein für die neue Gelder, für neues Geld und neues Bewusstsein. Und der Untertitel heißt Create Love in Business, the New Bottom Line. Das heißt, wir wollen, dass statt finanzieller Kalkulus die Liebe als Treiber in dem Geldsystem geschaffen wird. Und das ist eigentlich dieser Abenteuer, kann man sagen. Aber wir wollen es auf eine Bewegung auf großen Fuß, genau in was du sagst, dass das Geldbewusstsein im Zentrum gelegt wird, damit Geld nicht unser Leben treibt. Dass die Liebe treibt und unser Geld ist genutzt als Helfer und nicht umgekehrt. Sehr gut, ja. Also das Geld soll uns dienen und uns entwickeln helfen und nicht wir dem Geld dienen, wie es bisher mehr oder weniger unbewusst genau. So passiert ist. Ja. Genau. Mhm. Und eigentlich, wenn du siehst, meine kurzfristige und langfristige Vorschläge hier, es treibt alles in die gleiche Richtung. Das ist es. Sehr gut. Naja, dann sind wir ja in der Freude für die Zukunft mit dir in Altbach. Wünsche dir alles Gute und ich danke dir vielmals für dieses Interview. Danke dir. Ich danke dir auch und alles Gute für Seitenstetten, natürlich auch. Okay. Danke.